Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wir machen weiter. Immer noch hier im neuen Schneegebiet unterwegs. So viel haben wir nämlich noch nicht gesehen davon. Also quasi sind wir immer noch am Anfang. Und schauen mal, was uns jetzt hier so weiter erwartet. Das sieht doch schon... Oh shit, der schleppt sich aber irgendwie ganz komisch durch die Gegend. Ja, schauen wir doch mal. Warte mal, wo sind wir jetzt auf der Map? Stimmt, wir wollten ja, oder ich wollte ja auf jeden Fall mit euch das Ding da erledigen für das Haus Vulkan. Wir mal schauen, ob das so klappt, die Folge. Ich gehe mal davon aus. So. Irgendwie schleppt er sich ganz komisch durch die Gegend, als wäre er irgendwie schwach oder so, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? So. Okay, komm, klatschen wir den mal weg hier. Freunde, auf jeden Fall gerne weiter unterstützen die Videos. Würde mich sehr freuen. So, fall rum jetzt. Zack. Zack, 10.000 Schaden. Nice. Auf die Beine. Tja, 4.000, alter Schwede. Ja, sieht natürlich bedrohlich aus, der Typ, aber wenn du den einen oder anderen mal gemacht hast von denen, die können eigentlich gar nichts. Eigentlich können die gar nichts. So, schauen wir doch mal. Okay. Okay. Komm. Oh, der Falchion, oh, nicht schlecht. Kommt denn der noch? Wo kommt ihr alle her, ey? So. Schauen wir doch mal. Ist halt die Frage, ist der hier unten? Schauen wir einfach mal nach vorne. Ah! Oh shit! Okay, ihr haltet ein bisschen aus. Komm her jetzt hier, du Drecksvieh. So. Oh shit. Scheiße, was ballert da oben mit Magie? Was geht da ab, ey? Erstmal meine Jungs holen hier. Dann hier den Kills abfahren. Wollen meine Jungs mitkämpfen oder habt ihr keinen Bock oder wie oder was? Heute Arbeitsverweigerung oder was? Was ist da oben abgegangen, ey? Ah, perfekt. Schauen wir doch mal. Und nehmen den auseinander. Ist aber noch ein bisschen ärgerlich, dass, was bei der einen Folge. Oder nach der einen Folge, wo ich aufgehört habe. Oh shit, okay, so das gibt's auch. Warte kurz. Das ist ja die eine Folge, wo ich dachte, da ist jetzt der. Und zeigt sich. Wo ist mein Schlag hingegangen zum Teufel nochmal? Scheiße! Alter, bist du eine dumme Scheiße, ey. Alter! Okay, ich bin tot. Oh, nee, doch nicht. Jetzt hab ich dich. Jetzt draufschlagen. Ja, jetzt hab ich dich. Deine Ausdauer mehr oder auch nicht? Oh,
Er lässt nicht locker, er. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich will meine Leute rufen, ne? Was hält mich denn da? Achso, die Wand, Alter, ich wollte schon sagen. Naja. Gottes Willen, wie kann einer so unfassbar fucking nervig sein? Ach Gott. Tja, cool. Alter Schwede. Boah, ja. Die haben auch, also, ne. Die haben auch keine Probleme so mit Ausdauer oder sowas. Haben die keine Probleme. Bam, 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 bam. Hin und her, ich renn weg wie ein Affe, Alter. Wie so ein kleiner Schimpanse renne ich da weg. Und es juckt einfach nicht. Es juckt einfach nicht. Du kleiner. Ne, ich sag's nicht. Ich sag's lieber nicht. Scheiß drauf. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Nochmal. Alles gut. Alles gut. Es sind ja nur 30 Sekunden Ladezeit für die zwei Versuche. Nice. Einfach geil. Jetzt nehme ich dich auseinander, Alter. Mit meinen Jungs. Mit meinen Jungs. Ich gar keine Scham. Gar keine Scham. Okay. Okay. Hä? Hä? Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen, dass, Muss ich das verstehen, dass meine Magie verloren gegangen ist, aber meine Jungs nicht da sind? Das muss man nicht verstehen, oder? Das muss man nicht verstehen. Okay. Wenn das trifft, ist natürlich... Oh, oh. Oh. Wenn er da den Finisher ansetzt, bin ich weg. Shit. Shit! Jetzt fuckt er wieder ab. Jetzt fuckt er wieder ab. Stirb doch jetzt endlich, ey. Alter Schwede. Was ein Abfucker-Typ, ey. Da krieg ich nix. Nur Krummfinger, Scheiße und eine Rune oder was. Cool, von den anderen krieg ich eine Waffe, Rüstung und hast du dich gesehen? Bei ihm krieg ich gar nichts. Nice. Ah, okay, alles klar. Ich nehme alles zurück, sorry. Vorher schon geweint, bevor ich den Ausgang wusste. Was geht da oben ab, ja? Hm. Was geht da ab, ja? Warte mal. So, lass mal kurz, einmal ganz kurz hier die Ecke abchecken. Dass wir das halbwegs gecheckt haben. Ja, logischerweise, deswegen auch abchecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt erstmal wieder zurück zum Haus Vulkan. Junge, was machst du? So, hier nochmal abchecken. Ach Gott, hier kann man natürlich hoch.
Is someone there? A customer? Well, how long? Verjüngende Moli. Die holen wir uns auch einfach mal. Vagabundenritter. Ja. Ach komm, was soll's. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Soll ich die auch holen? Nee, nee. Nee, ist zu teuer. Zu teuer, das Zeug. Oh, was können wir denn hier mal verchecken vielleicht? Verdoppelte Sachen vielleicht. Noch irgendwas hier? Nö. Gefühlt kann ich auch die ganzen Pfeile verkaufen, ey. Aber lass ich jetzt, muss jetzt nicht unbedingt sein, ey. So nötig habe ich jetzt auch nicht die Kohle unbedingt. Gerade aktuell. Den können wir verchecken. So, ein bisschen mal das Menü hier aufräumen. Sieht schon ganz cool aus, aber. Ja, keine Ahnung, ey. Das ist halt das Problem, ey. Das ist irgendwie so das Problem. Oder kann man hier. Weiß ich gar nicht. Mir kam so der Gedanke, in manchen Spielen kannst du ja. Ich glaube, bei Souls ging das nie. Aber in manchen Spielen kannst du ja die Werte. Ach, das sind andere. Boah, was hätte ich erst verkauft? Nee, nee, nee. Manchmal kannst du ja die Werte von einem Rüstungsteil übernehmen, aber dafür das Aussehen von einem anderen. Wisst ihr, was ich meine? So, Alter, wie krass teuer. Das war ja jetzt aber das Doppelte, oder? So. Ja, nochmal kurz hier ein bisschen aufräumen. Ich weiß, jetzt ist jetzt nicht das Allerspannendste, was ich hier gerade mache, aber hier bin ich jetzt auch gerade nicht. Mache ich jetzt einfach. Schmelztiegel. Nö, es ist genau das gleiche. Dann können wir das verchecken. Gut, okay. Dann würde ich sagen, hier unten ist eh das Lagerfeuer. Dann sind wir einmal kurz so im Mini-Kreis gelaufen. Haus des Vulkans. So, jetzt mal schon. Jetzt mal schon. Ey, das eine Mal, als wir den zweiten Auftrag erledigt haben, da war doch hinten einer. Ich habe jetzt noch nicht nachgecheckt, das Video, wa? Ich habe es nicht nachgecheckt, aber irgendwie da, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist doch ein cooler Cliffhanger. Da hat doch jemand gelacht. Und am Ende des Gangs stand jemand. Und deswegen dachte ich, oh cool, machen wir beim nächsten Mal weiter. Kann ich schwören, da war einer. Keine Ahnung. I see that you stayed the path of champions. This is your usual reward. Kamee der Räuber. Perhaps you are ready. Jawohl, ja. Don't you see our Lord? Our Lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit. Yes. As it should be. Now, close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Alter, jetzt geht's los. Farewell then. May your visit be fruitful. Die denken wahrscheinlich, die schickt uns in den Tod oder so, oder? Kannst du vergessen, Baby. Ja, geil. Oh shit, ja, ja, ja. Ihr denkt auch wirklich, ich sterbe jetzt gleich. Ich mach den First Try. Aufgepasst jetzt. Ich mach den First Try. Ach, haben wir schon aktiviert. Ja, komm, alles klar. Ne? Mein Problem ist jetzt gerade nur. Die 56.000 Seelen. Aber ich mache ihn ja First Try, stimmt. Holy shit! Ah, oh, nee. Warte. Schlangenjäger. Kristallmesser, ne? Schlangenjäger. Eine Waffe, die sich als Großschwert und Speer einsetzen lässt.
Angeblich vor langer Zeit für die Jagd auf eine unsterblich riesige Schlange entwickelt, erzeugt die Waffe im Kampf gegen solche Kreaturen eine lange Klinge aus Licht. Als ihr Fürst und Meister der Gier verfiel, suchten seine Männer nach einer Waffe, um ihn aufzuhalten. Einzigartiges Talent, Riesenschlangenjagd. Macht einen mächtigen Satz vorwärts und setzt per zusätzliche Eingabe mit einem Aufwärtsstoß nach. Kämpft ihr gegen Riesenschlangen, erscheint eine lange Lichtklinge, um die volle Macht der Waffe zu entfesseln. Alter Schwede. Los geht's, Jungs. Alter, verdammte Scheiße, sieht das geil aus. Ach du Kacke. Götterverschlingerschlange. So eine spezielle. Woo! Was ich liebe. Boah. Woohoohooey! Woo! Ja, Alter, geil, das ist krass, Alter! Bam! Ich liebe so Bossfights, wo man so eine extra Waffe bekommt. Heil dich, Johnny! Erste Phase. Ja, was geht, was geht? Ich liebe solche Bossfights, wo es so eine extra Waffe gibt. Oh, das... Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich weiß nicht, was hier abgeht! Dieser scheiß Lava. Oh, was geht? Nein, ich raff gar nicht. Wann ich ich weiß nicht, wann ich getroffen werde und wann nicht. Hilfe! Double Drink! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Was ging hier? Was ging hier? Was ging da? Was ging da gerade? Ich hab nicht verstanden, wann ich getroffen wurde. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab nicht gerafft, wann ich getroffen wurde. Alter Verwalter, Junge. Also man muss... boah, warte ganz kurz. Alter Schwede. Boah, so heftig, heftig. Also optisch,
optisch abartig geil. Abartig geil. Warte mal. Nee, warte mal, bevor ich da reinrenne jetzt. Ist das Feuerschaden? Ausdauer könnte ich aber auch ganz gut gebrauchen, ehrlich gesagt. Ich hab Headroll, oh nee. Ich hab Fatroll, Alter. Ich hab Fatroll. Scheiße. Hab ich nicht bedacht. Aber Feuer. Anti-Feuerschaden bringt jetzt auch, glaube ich, nicht viel. Oder? Scheiß mal drauf. Ich hab die ganze Zeit Fatroll. Ach, warte mal. Das bringt ja auch nur Ausdauer-Regeneration. Durch das Schwert, natürlich. Wir haben nicht mal irgendwas. Alter, das kann es doch nicht sein. Wir haben keinen Handschuh gefunden, der besser gegen Feuer ist als den wir jetzt haben. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Also nicht nur, dass die Rüstung einfach die besten Rüstungswerte hat, sondern auch für den Bereich, den wir jetzt brauchen, Feuer, einfach auch die besten Feuerwerte. Das kann es doch nicht sein. Ja, ist einfach wirklich so. Es ist real so. Hä? Scheiße, die Rüstung sieht so viel geil aus, wa? Ja. Ich habe vorhin gar nicht gemerkt, dass ich Fatroll habe, ehrlich gesagt. Gut, nochmal, alter Schwede, jetzt lege ich das mal rein hier. Boah. Ausdauerregeneration ist hier, glaube ich, ganz gut auch. Ich spare mir auch meine Jungs auf für die zweite Phase. Das ist zumindest der Plan. Oh, ey, was willst du da machen, Alter? Plötzlich hat der Move sie ja gerade eben nicht gemacht, Alter. Kann ich den irgendwie finishen jetzt? Was hab ich jetzt getroffen? Also manchmal. Manchmal verstehe ich echt nicht, was mich trifft. Verschwindet. Wie viel Schaden die machen. Aber sie lenken ab. Alter. Als wenn er mich irgendwie ransaugt oder sowas. So schwer ist es eigentlich nicht. Also selbst wenn ich jetzt nochmal verrecke, so schwer ist es eigentlich nicht. Das ist aber
Ist einfach nur ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Jetzt zum Beispiel. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will hier eigentlich raus, nur. Leben meine Jungs noch? Ne, die sind tot. Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Let's go, Rikard. 130.000 Seelen. Okay, Freunde. Ja, ey, wie gesagt, schwer ist der Bossfight nicht. Ist aber, muss man ehrlich sagen, eigentlich ist es immer so, wenn du bei den, also bei den Souls-Games, Demon's Souls zum Beispiel, da diesen riesigen Rochen oder hier Dark Souls 3, hier, wie heißt der nochmal? Der Riese Ymir? Hieß der Ymir? Ich weiß nicht mehr. Ich und Namen ist sowieso Katastrophe. Aber da hast du ja auch so ein extra Schwert bekommen. Demon's Souls, wie gesagt, extra Schwert bekommen. Die Bossfights sind meistens sehr easy. Muss man ehrlich sagen. Durch diese übermächtige, mega krasse Waffe. Aber da, dafür sehen die halt auch immer geil aus. Ne? Augenwappenrock. Ey, cool. Die einfach scheiße Rock, Alter. Dafür sehen die aber auch immer richtig krass aus. Die Bossfights, Alter. Der hatte einfach einen Arm, ein Blutschwert. Schwert mit Armen dran und... krank. Das ist jetzt aber auch schon... 1, 2, 3... Große Rune der Ungeborenen. 4, 5. 5 haben wir schon. 5 schon! Okay. 5 von 7, glaube ich, wa? Oder? Warte mal. Ich glaube schon. Stufenaufstieg. Alter, ich habe keine Ahnung. Hier tut sich echt gar nichts mehr. Also Stärke ist, glaube ich, am Limit. Ist 55... das Maximum, oder was? Was soll ich denn holen jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt leveln soll noch, Alter. Ich brauche halt nur die 3 Punkte, weißt du? Ich brauche nur Ausdauer, Lebenspunkte und Stärke. Mehr brauche ich eigentlich nicht, weißt du? Jetzt hatte ich doch den Talisman an. Hatte ich den nicht vorhin gewechselt? Komisch. Ja. Körperlich ist es schwächer. Das ist halt so... Boah, keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, optisch sieht es halt natürlich jetzt nicht so geil aus. So. Ich könnte vielleicht... Oh, ich weiß nicht. Ja, vielleicht wirklich ein bisschen was in Magie ballern. Vielleicht ein bisschen was in Magie ballern. Was kann ich bei... Aber warte mal, das wollte ich mal ganz kurz checken. Das haben wir noch nicht gemacht. Mit den neuen Sachen, die wir in der Zwischenzeit bekommen haben. Hier kann man nämlich so eine Alternativ... Ding haben. Ah. Boah, Alter. Ey, was ist denn hier los, ey? Dieses Geniese, es nervt so krass. Immer aus dem Nichts, ey. Es kribbelt, als hätte ich mir sonst was reingeschnuppt. Na? You. Ja. It's true then. You've defeated our Lord. No. I must thank you. Our Lord was yet weak.
You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal and will one day rise again. Stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the volcano. I suggest you do the same. I will miss these encounters. Ja, die the champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. Was ist jetzt los? Hä? Ach so! Controller einfach ausgegangen, Alter! Mann, ey! Egal, Akku ist direkt am Start. Beste Akkuladestation, beste Leben. Bestische Leben. Na komm jetzt. Der Deckel, Alter, ihr kennt das, oder? So. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. This is perhaps. Ach ja. Aha, seht ihr? Da war einer. Ich könnte ich muss es selber nochmal nachprüfen. Hier stand jemand. Bei dieser einen Folge am Ende. Ich muss selber nochmal nachschauen. It's just as my noble brother says. I'm a complete fool. I can't believe I thought I could become a champion. Ah, it's you, is it? Yeah, the champion. I'm terribly sorry. But would you mind giving me some time to myself? I haven't achieved anything at all thus far. Even though I've dirtied my hands time and time again, I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Perhaps I am a fool. No, it's worse than that. What an easy mark. So, you killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was there, and with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. O greater will. Hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. O greater, I am the recusant. Okay, wo ist die Troller, die hier stand? Da stand da noch so eine. So eine Frau. Egal, Now you've gone and killed Rykard. You scheming little bastard. Cripes, you make this nonsense seem, well, less nonsensical. Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Well, here I am. Untethered. Goodbye, my friend. What is it? Oh, come to make a parting donation to Patches Emporium. Wenn du nur mal was Krasses hast, aber. Nee. Margits Kette. Bindet kurz den gefangenen Margit auf Erden. Nee. Gut, dann nochmal kurz schnell zur Tafelrunde. Wir haben schon 5 von den Dingern. Oh Gott. 5 Stück. Schon viel, schon viel. Wer fehlt denn jetzt noch? Wer waren das noch? Also die Zwillinge, die zählen wahrscheinlich als 1. Und eigentlich auch die Hexe, oder? Meinte der nicht? Ich muss nochmal kurz nachfragen. Hier.
There are four more demigods. Nicola of the Halig Tree, the Unalloyed. Ne, der fehlt dann noch. His twin, Melania, the undefeated ja, die beiden zählen wahrscheinlich als eins, ne? Luna Princess und sie, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost right, known only to me. We both desire to stand before the Elden as such. Okay, wenn sie sich der Rune entledigt hat, dann brauchen wir sie ja nicht mehr. Aber sie hat ja auch noch eine Questline quasi, wa? Ach ja, gut, ey, Freunde, wir machen hier erstmal Schluss. Machen beim nächsten Mal mit ihr weiter da, quatschen mit ihr. Folge ist lang genug, ey. Ja, ja, so machen wir das. Obwohl, ach komm, scheiß auf. Gucken wir nochmal ganz kurz. Scheiß auf, scheiß auf. Der Malkönig, das ist er, ne? Blasphemische Klinge. Ach, das ist Feuer. Das ist Blutungsschaden gedacht. Also, dass er auch Blutung hat. Hat das Blutung oder sehe ich es gerade nicht? Ach, keine Ahnung. Rykard Scroll. Ja, krass. Wo ist sein Turm? Wo ist sein Turm jetzt? Stimmt, das ist auch eine gute Frage. Wo aktiviert man seine Ruhe? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, aber jetzt, Freunde. Jetzt ist Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand den Bossfight sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Optisch eine 1+. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.